Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute Schweinebraten mit einer perfekten, geilen Kruste. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute der Krustenbraten, der klassische Krustenbraten. Jeder findet es super cool, wenn ich eine Kruste habe, die durchgängig kross ist. Ich beiß da rein, es kranscht in meinem Kopf. Ich habe Schweinegeschmack, der einfach durch nichts zu ersetzen ist. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Heute möchte ich euch eine ganz andere Methode zeigen, als die sonst übliche, wo man einschneiden muss in kleinen Rauten. Man schneidet dann doch fast immer ins Fleisch hinein. Heute zeige ich euch, wie man das ohne Einschneiden in die Schwarte das realisieren kann, eine perfekt geile Kruste zu bekommen. Was muss ich als erstes machen? Ich schaue mir das Stück Fleisch an und hier entnehme noch ein paar Häutchen weg, die ich nachher nicht mitessen möchte. Ein wenig vom Fett. Gar nicht viel, nur dass wirklich nachher was stören könnte. Mal etwas trocken. Jetzt würze ich die Unterseite des Krustenbratens mit einem Schweinerub. Ich habe hier unser Wiesel Pork Duff genommen, passt perfekt zu Schwein, deshalb heißt es ja auch Pork. Und ich würze damit die komplette Unterseite ruhig kräftig. Ja, man sieht auch schon, der Rub zieht schon, fängt jetzt schon an einzuziehen. Das erkenne ich daran, dass hier sich die Feuchtigkeit schon verbunden hat mit dem Gewürz. Ich drücke etwas drauf, damit es etwas schneller. Natürlich auch die Kanten. Wichtig daran ist, dass die Schwarte auf der anderen Seite keine Gewürzmischung abbekommt. Und das ist der Trick, den werde ich gleich mit einer 2 cm dicken Salzschicht bestreuen, dass es drauf liegt. Das sieht eigentlich so aus, als würde man das niemals wieder essen können. Aber das Salz wird nachher die Feuchtigkeit der Schwarte entziehen und eine gesamte Platte bilden. Und diese Salzplatte kann ich nach dem ersten Gang, nach der ersten Phase abnehmen und dann einfach zu Ende grillen, sodass die Schwarte aufpoppen wird. Das Gewürz ist eingezogen. Jetzt kann ich den Krustenbraten umdrehen. Entfeuchte ihn nochmal. Ich nehme aber noch ein bisschen den Rub weg, der da drauf ist. Der soll da nicht sein. Von mir auch. Okay. Jetzt nehme ich ganz normales Salz und bringe es an und auf die Oberfläche der Schwarte. Richtig dick, am besten von der Mitte heraus. Man merkt jetzt schon, dass das untere Salz, was auf der Schwarte liegt, schon anfängt, das Wasser und die Feuchtigkeit herauszuziehen. Das wird sich gleich noch verstärken. Da kann man natürlich denken, was macht der Kerl da? Ist der denn total voll? Übersalzt er sein Fleisch? Aber was hier passiert, ist einfach, die Feuchtigkeit der Schwarte geht in das Salz über. Und nach der ersten Phase, die circa eine Stunde dauert, kann ich das gesamte Salz von der Schwarte abnehmen und dann in die zweite Phase übergehen, wo dann die Kruste bei höherer Temperatur anfängt aufzupoppen. Ich bereite den Grill inzwischen auf 170 Grad vor, weil das Konstrukt muss jetzt bei 170 Grad eine Stunde lang gesmoked werden. Ich werde dazu etwas Apfelholz nehmen und dann schauen wir uns an, was nach einer Stunde passiert ist. Ich habe mir hier meinen Kugelgrill vorbereitet, und zwar nach der Minion Ring Methode. Das Video verlinke ich euch oben rechts, wie das funktioniert und warum man das so macht. Ich habe ja den Ring etwas größer gemacht, weil ich nachher noch was anderes grillen möchte. Und der Grill war eingepaddelt auf 170 Grad. Jetzt nehme ich meinen Krustenbraten. Das Salz hängt schon an der Schwarte fest. Platziere ihn oberhalb der Tropfschale. Jetzt gucke ich noch mal, ob ich noch irgendwo noch ein bisschen nachsalzen muss, wenn man schon wieder die Schwarte durchscheinen sieht. Ein bisschen hier noch. Ich hatte ja gesagt, dass ich mit Apfelholz räuchern möchte. Und dazu habe ich mir jetzt hier einen Apfelschank genommen und platziere ihn einfach auf der Glut. So, der ist eingeregelt, der Ring funktioniert. Jetzt mache ich den Deckel drauf.
Und den mache ich erst wieder auf in einer Stunde. So, der Krustenbraten war jetzt eine Stunde bei 170 Grad im Kugelgrill. Jetzt schauen wir mal nach, wie der aussieht und gehen dann in die zweite Phase. Ja, genau wie erwartet. Ich werde den Krustenbraten jetzt vorsichtig mal auf die Arbeitsfläche rüberbringen. So, was ist jetzt passiert? Die Kruste hat sich verfestigt und liegt oben auf der Schwarte auf und hat die gesamte Feuchtigkeit aus der Schwarte herausgezogen. Jetzt müsste man die Kruste einfach nur abmachen. Seht ihr das? Genau so muss es aussehen. Ja, das ist eine Salzkruste, die natürlich jetzt kaputt geht. Perfekt. Genau so sollte es sein. Kruste komplett abheben, wird nicht mehr benötigt. Der restliche Salz wird vom Krustenbraten entfernt. Und jetzt gehen wir rüber. Jetzt müssen wir in der nächsten Phase den Grill auf 230 Grad anheben, die Hitze. Dafür habe ich einen Anzündkamin jetzt schon vorbereitet. Jetzt packen wir die Kohle mal auf den Minienring. So, wunderbar durchgeglühte Kohle. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Hitze, deshalb braucht man ein bisschen mehr Anlauf. Und jetzt haben wir mal einen ganzen Anzündkamin noch mal dazugefügt. Und jetzt kommen wir ganz easy auf die 230 Grad. Ich nehme den Krustenbraten. Und jetzt machen wir den wieder auf das Gitter oberhalb der Tropfschale. Und jetzt gehen wir mit richtig 230 Grad, deutlich erhöhter Hitze, Deckel drauf. Und für weitere 45 Minuten bei 230 Grad den Braten schön ziehen lassen. Und dabei passiert the magic. Die Kruste poppt auf in der gesamten Fläche. Lass uns überraschen. Eine Stunde bei 170 Grad mit der Salzplanke haben wir wunderbar entfernen können. 45 Minuten bei 230 Grad. Jetzt wollen wir mal schauen, wie endgeil das geworden ist. Hallo? Jemand da? Fantastisch. Ich würde sagen, die Kruste ist gelungen. Was sagt ihr? Wie immer, 5 Minuten, vielleicht auch 10 Minuten ruhen lassen. Bis gleich. Unendliche 5 Minuten. Das Fleisch wartet, aufgeschnitten zu werden. Lass es uns tun. Dazu habe ich hier ein Messer mit Riffel. Und werde es jetzt aufschneiden. Ah, mega, die Kruste ist super. Okay, wir schneiden uns jetzt ein Stück natürlich heraus. So, jetzt beiße ich für euch nochmal, nur für euch, in diese Kruste. Was soll ich sagen? Ich habe schon schlechter gegessen. Absolut mega. Super kross. Durch das Fett darunter, mega saftig. Ich werde das Fleisch auch probieren. Super toll. Leichte Rauchnote, saftig, schön salzig. Absolut top. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall fantastisch geschmeckt. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.